Hallo, hier ist wieder die Andrea, die MINT-Koordinatorin aus dem BIFO. Und wir haben heute wieder ein neues Thema, unser sechstes Thema schon. Und wir haben schon viel gelernt. Heute beschäftigen wir uns in der Reihe Alles MINT mit einer ganz, 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 ganz kleinen Welt, die uns aber manchmal doch ganz, ganz schön großen Ärger macht, wie wir auch im Moment sehen, indem wir alle zu Hause sitzen und von zu Hause aus lernen und arbeiten. Ihr habt ja jetzt Ferien und darum habe ich heute auch ein paar lustige Dinge für euch mitgebracht. Wir werden unter anderem backen und wir werden ein ganz, ganz cooles Handyfoto machen und dazwischendurch lernen wir auch noch ganz viel über ganz, ganz kleine Lebewesen. Und da springen wir jetzt schon mal ganz genau hinein. Was gibt es denn für so ganz, ganz kleine Lebewesen? Es gibt Mikroorganismen. Es gibt Viren, das hören wir im Moment täglich in den Nachrichten, einen ganz besonderen Virus, dazu kommen wir auch. Und dann werden wir uns eine kleine Welt bauen, in der wir Kleinstlebewesen beobachten können. Diese ersten Mikroorganismen, die entstanden schon vor 3,8 Milliarden Jahren auf der Erde und die haben eigentlich nur eine einzige Zelle. Und erst 600 Millionen, vor 600 Millionen Jahren entwickelten sich mehrzellige Lebewesen. Also das heißt, da ist sehr, sehr viel Zeit dazwischen gewesen, von den ersten Einzellern bis zu größeren Lebewesen. Wie man schon weiß, sie sind ganz, 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 ganz winzig. Sie sind überall auf der Erde vertreten und sie können sich dadurch auch überall anpassen. Man findet solche Mikroorganismen sowohl auf den Gletschern in der Antarktis, wo es sehr, sehr kalt ist, wir finden sie aber auch am tiefsten Punkt des Meeres, wo es ganz dunkel ist und sehr hoher Druck herrscht. Wir finden sie aber auch in Vulkanen und überall dort, wo das Leben irgendwo, man glaubt, da gibt es gar nichts mehr, dort findet man auch noch Mikroorganismen. Also sie sind wirklich ganz, ganz anpassungsfähig. Ich zeige euch jetzt hier mal am Beispiel einer Amöbe so eine Struktur. Das ist jetzt ein ganz ein kleines Lebewesen, das hat so eine Haut und hat in der Mitte hier, sieht man hier einen gelben Zellkern. Das ist so wie unser Gehirn, könnt ihr euch das vorstellen. Und dann hat es noch so ein paar kleinere Punkte, das sind so Organe, die sind zuständig zum Beispiel für die Aufnahme von Nahrung, die sind zuständig auch für die Teilung der Zelle, wenn es dann später mal die Zelle zu groß wird. Am Rand haben wir hier so eine Haut und die hat so kleine Füßchen dran und mit denen kann die Amöbe auch dann noch kleine Tierchen ein, also kleinere Kleinstlebewesen noch einfangen, um sie hier dann als Nahrung zu haben. Das ist ganz ein einfacher Aufbau. Die sind auch nicht starr in ihrer Struktur, sondern die können sich bewegen. Und wenn man von jemandem sagt, der verhält sich wie eine Amöbe, dann ist das jemand, der sich seine Gestalt ständig verändert und sich hier immer mal vorwärts und mal rückwärts und dann irgendwie so ein bisschen weich wabbelig dahin bewegt. Eine Zelle, die ist jetzt natürlich alleine und wenn sich die fortpflanzen will, wie entstehen dann die zweiten und die dritten Zellen? Das ist ganz einfach, diese Zellen, die teilen sich. Und wir haben jetzt hier ganz einfach gezeichnet die Zelle mit dem Zellkern drinnen. Und wenn der Zellkern und die Zelle zu groß wird, dann teilt sich plötzlich der Zellkern in zwei. Und in der Mitte wird die Zelle dann immer schlanker und teilt sich irgendwann einmal in zwei weitere auf. Und auf die Art können aus einer Zelle natürlich viele Zellen entstehen. Und je nachdem, welche Zellenart es sich handelt, können sich die schneller oder langsamer auf diese Art vermehren. Was gibt es jetzt da für Mikroorganismen? Ich habe euch da jetzt mal drei als Beispiele herausgeholt. Und zwar die Bakterien, die Pilze und die Mikroalgen. Bakterien, die kennt man schon recht lange. Und zwar wurden die 1676 entdeckt. Und der Name kommt vom griechischen Wort Bakterium und das heißt Stäbchen. Und in der Umgangssprache habt ihr sicher schon mal gehört, das Wort Bazille. So nennt man die dann. Welche Bakterien gibt es? Es gibt verschiedene. Ihr seht, die haben verschiedene A-Formen. Es gibt so diese kleinen Runden, die nennt man Kokken. Und da gibt es zum Beispiel die Streptokokken und die Staphylokokken. Es gibt Bazillen, die sind so klein, wie so kleine igelige
stachelige Figürchen und wenn sich die zusammenhängen, dann nennt man die Streptobazillen. Es gibt aber auch Bakterien, die bestehen aus solchen langen, ja, wie so Würmern schauen die fast aus, zu langen Strukturen. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bakterien auf dieser Welt. Wo leben die? Natürlich, wir haben gesagt, überall, natürlich auch auf uns Menschen. Und wenn wir jetzt hier mal einfach nur mal unsere Haut anschauen, haben wir auf unserer Stirn ungefähr 5 bis 6 Millionen hier. Auf unserer Zunge haben wir mehr Bakterien drauf leben, wie es auch Menschen auf der Erde gibt, nämlich ungefähr 10 Milliarden. Und ganz viele, weil die Bakterien mögen es natürlich gerne, wo es warm ist und wo es feucht ist, die leben zum Beispiel hier unter den Achseln von unserem Körper. Und was diese Bakterien machen, die unter unseren Achseln leben, das erkennt man im Sommer ganz gut bei manchen Erwachsenen, die dann schwitzen und dann natürlich auch ein bisschen zu riechen beginnen. Und das nennt man dann so diesen Schweißgeruch. Der entsteht jetzt nicht von uns selber, sondern der entsteht von diesen Bakterien, die wir hier auf der Haut haben. Am meisten Bakterien haben wir aber in unserem Darm. Die brauchen wir dann zu unserer Verdauung. Die helfen, dass wir die wichtigen Nährstoffe, die wir brauchen, über unseren Darm aufnehmen können. Und diese Darmbakterien, die zersetzen auch unsere Nahrung. Also die sind für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Und 10 hoch 14, stellt euch mal das auf, schreibt dann mal den 10er und dann stellt ihr noch 14 Nullen hinten dran. Also das ist dann schon eine ganz, ganz große Zahl. Noch dazu haben wir in unserem Darm bis zu 400 verschiedene Arten von Bakterien. Also auch für uns, wir leben jetzt an sich nicht alleine, auch wenn wir jetzt alleine in unseren Wohnungen und Zimmern sind, aber wir brauchen nicht traurig sein. Wir haben sehr, sehr viele Bakterien, die mit uns leben. Wovon leben sie jetzt natürlich, wenn sie bei uns auf dem Körper sind? Sie leben von der Feuchtigkeit, sie leben von kleinen Hautschüppchen, die wir immer wieder über unseren Körper verlieren. Das habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr also im Kopf mal so schrubbelt und dann über ein schwarzes Tuch euren Kopf hält und ein bisschen schüttelt, dann bröseln da so kleine weiße Pünktchen heraus. Das sind so feine Hautschüppchen. Die Bakterien, die in unserem Darm leben, die leben natürlich auch von der Nahrung, die wir hier zu uns nehmen und die wir hier auch ausscheiden. Wo haben wir Bakterien in der Küche? Und zwar haben wir in der Küche ganz, ganz viele Bakterien. Und zwar sind das Milchsäurebakterien. Diese Milchsäurebakterien, die brauchen wir, um zum Beispiel aus Milch Käse herzustellen. Auch für die Herstellung von Joghurt, da ist einer ganz besonders berühmt, das ist der Lactobacillus acidophilus. Der ist im Joghurt enthalten und der macht aus der Milch tatsächlich Joghurt. Das könnt ihr selber auch mal probieren. Nehmt einfach mal ein Glas, gebt lauwarme Milch hinein, rührt einen Löffel Joghurt rein und stellt das Ganze in den Kühlschrank über die Nacht und dann habt ihr am nächsten Tag Joghurt. Diese Bakterien, die wir hier diese Milchsäurebakterien, die sind unseren Darmbakterien sehr, sehr ähnlich und darum werden die auch sehr gerne im Joghurt verwendet. Und man sagt ja auch immer, es gibt ja so Werbungen von manchen Produkten, die sagen, das ist gut für die Darmflora. Das sind genau solche Bakterien. Und wenn wir zum Beispiel eine Durchfallerkrankung haben und danach so ein Joghurt essen, ist das natürlich sehr gut für unseren Darm, weil die Bakterien sich dann da wieder gut regenerieren und gut ansiedeln können. Es gibt allerdings auch Bakterien, durch die wir krank werden können. Und zwar, das können Lungenentzündungen sein, es kann auch eine Blasenentzündung sein. Vielleicht habt ihr auch schon mal, seid ihr mal gestürzt und habt dann durch das Knie aufgeschürft und dann ist das nicht gleich gut verheilt, sondern hat so eitrige Stellen und entzündete Stellen ausgebildet und das sind dann natürlich auch durch Bakterien verursachte Entzündungen. Dagegen wird normalerweise in der Medizin oft ein Antibiotikum verabreicht oder auch bei Hautverletzungen kann man auch eine Salbe draufgeben, die diesen Effekt hat und diese Bakterien dann auch wieder killt, sodass wir diese Bakterien auch wieder loswerden können. So, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Kategorie. Diese nächste Kategorie der Mikroorganismen, das sind Pilze. Und diese Pilze, die mögen wir in der Küche ganz, ganz besonders. Und zwar alle, die schon mal Brot gegessen haben. Ich denke, das sind sehr viele von euch. Die Erwachsenen, wenn sie Bier trinken oder auch Wein.
Und zwar habe ich euch hier mal so ein Stück Hefe hier mitgebracht. Wenn man es mal hier ein bisschen groß machen wieder. Schaut mal, hier habe ich so ein Stück Hefe. Wenn man das aufmacht, das ist so ein brauner Würfel. Schaut mal hier. Und das ist eine Backhefe, mit der können wir backen und mit der können wir auch das, wird auch das Bier gebraut oder es wird auch für die Weinherstellung verwendet. Wir werden danach auch noch gleich dann zum Backen kommen. Eine andere Pilzart, die in der Küche sehr beliebt ist, das ist zum Beispiel Pilze, Schimmelpilze. Wie wir sie zum Beispiel hier auf meinem Käse haben. Ich zeige euch das mal hier. Das ist jetzt ein Camembert. Ihr seht, der hat so diese weiße Schimmelschicht außen drauf. Ihr könnt es, erkennt vielleicht auch einen Gorgonzola. Das ist so ein ein Käse mit so grünlichen Pilzen drinnen. Also das sind Schimmelpilze, die dem Käse das besondere Aroma geben. Die sind auch für uns verträglich und essbar. Manchen Leuten schmecken sie einfach nicht, aber an sich sind sie sehr, sehr gut. Wo der Schimmel jetzt nicht wirklich beliebt ist bei uns, und das werdet ihr vielleicht mal merken, wenn ihr eine Jausenbox aus der Schule heimbringt, die vielleicht so 2, 3 Wochen unter eurer Bank gelagert hat, dann wird die Mama wahrscheinlich nicht so besonders begeistert sein, diese alte Jausenbox, vor allem wenn noch was drinnen ist, in die Hand zu bekommen, weil auf diesen Obst, Brot und alten anderen Dingen, da wächst dann so eine grüne Schichte drauf. Die schaut sehr ähnlich aus wie der Schimmel hier auf unserem Käse, aber das ist dann wirklich kein guter Schimmel mehr. Und da ist das Ganze dann eher nicht wirklich so beliebt. Wie funktioniert denn das jetzt mit unserer Hefe und dem Backen? Wir werden dann nachher ein Brioche-Kipferl backen. Ihr habt jetzt zuerst schon das Foto gesehen auf der vorherigen Folie. Und gehen wir jetzt zur Hefe, also zu diesem kleinen Würfel hier wieder. Und diese Hefe, die macht jetzt einige Dinge in unseren Sachen. Also im Brot sorgt sie dafür, dass unser Brot so schöne Luftporen drinnen hat und dass es gut groß aufgeht und fluffig wird. Beim Wein sorgt es dafür, dass der Traubensaft in Wein umgewandelt wird, das heißt, der Zucker wird in Alkohol umgesetzt und beim Bier sorgt es auch für die Gärung, aber auch unter anderem, dass im Bier Kohlensäure vorhanden ist. Kohlensäure ist einfach diese Blubberbläschen, die wir dann drinnen haben. Und warum entstehen denn diese Gase? Und zwar das ist diese Bläschen, die da drinnen stehen, das ist CO2. CO2 ist Kohlendioxid. Und zwar nimmt die Hefe, ich habe es hier aufgezeichnet, diese lilanen Zuckerkristalle, die nimmt sie auf. Das kann jetzt im Brot sein durch das Mehl, da sind zuckerhaltige Stoffe drinnen im Mehl. Kann das sein, es kann aber auch sein, wenn wir einen süßen Zopf machen, dass wir ein bisschen Zucker drinnen haben. Aber auch zum Beispiel, wenn wir werden das nachher sehen, die Hefe in der Milch aufrühren, da ist in der Milch ist auch ein Zucker drinnen, das nimmt die auf. Und dann verarbeitet die Hefe etwas und dann macht sie etwas, das ein bisschen unanständig ist, sie pupst nämlich. Und dieses Pupsen, das ist das, was dann hier im Prinzip die Bläschen macht und das ist das CO2. Das heißt, durch die Verdauung des Zuckers in der Hefe entstehen diese CO2-Bläschen, die wir dann natürlich wunderbar sehen können in unserem Brot. Und jetzt gehen wir mal in die Küche und schauen uns mal an, wie das funktioniert, wenn wir Hefe in die Milch einrühren und wie dann der Teig sich weiter bewegt. Rezepte, die ihr hier jetzt dann braucht und die wir hier anwenden, die findet ihr jetzt im Skriptum hinten nach. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir das Rezept für die Brioche-Kipferl und ich habe euch noch ein anderes Rezept hier dazu gegeben. Ein Rezept für einen coolen Pizzateig, den man selber machen kann und der genauso funktioniert wie die Kipferl. Aber wir werden uns jetzt mal Kipferl machen. Und dann schauen wir mal, das passt nämlich auch sehr, sehr gut zu Ostern. Dann schauen wir mal, wie sich die Hefe mit der Milch und dann mit dem Teig verhält. Hefe, wir können sie kaufen im Geschäft, entweder so als Würfel. Es gibt aber auch Säckchen von Trockenhefe oder ihr kauft sie so in größeren Mengen, so habe ich das heute gemacht. Und damit können wir wunderbar backen. Wir werden heute Osterhäschen backen. Und zwar, das Rezept findet ihr wieder im Skriptum drinnen. Ich habe hier schon ein bisschen Hefe abgewogen
Und ich habe auch hier schon Milch, die ist lauwarm. Das ist immer ganz wichtig bei der Hefe, dass man sie lauwarm behandelt. Da fühlt sie sich am allerwohlsten. Von dieser Milch geben wir jetzt ein bisschen in die Hefe hinein und wecken diese Hefe mal ein bisschen auf. Wir rühren das Ganze jetzt um. Wir haben hier, das ist ein bisschen eine schmierige Sache. Aber wenn wir gut rühren, löst sich die Hefe ganz wunderbar in der Milch auf. Was wird jetzt hier passieren? Die Hefe, die jetzt hier aufgeweckt wird, die ist jetzt natürlich hungrig. Das sind wir natürlich auch, wenn wir aufstehen in der Früh, haben die meisten von uns auch einen Hunger. Und die Hefe wird sich jetzt den Zucker in der Milch nehmen und diesen Zucker umwandeln als Nahrung. Was dabei herauskommt, ist etwas, wenn wir Menschen das machen, dann sagt jeder, was hast du gemacht? Aber bei der Hefe freuen wir uns darüber. Nämlich unsere Hefe, die pupst. Das heißt, sie scheidet Gas aus und dieses Gas benötigen wir dann, damit unsere Kuchen, unsere Brote schön locker werden und so diese schöne, porige Struktur bekommen. Wir haben jetzt unsere Hefe hier schon ganz gut aufgelöst. Und jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen stehen und warten mal so 10-15 Minuten und dann werden wir sehen, ob unsere Hefe schon arbeitet. So, jetzt schauen wir mal, was aus unserer Hefe geworden ist. Das war jetzt erst eine sehr flüssige Angelegenheit. Schaut mal, was hier jetzt passiert ist. Diese Hefe, die hat jetzt hier richtig zum Arbeiten begonnen und das ist jetzt nicht mehr flüssig oder leicht flüssig, sondern das ist jetzt so eine Art Brei geworden. Was wir ganz schön sehen können hier, ich halte das jetzt mal ein bisschen näher, seht ihr das hier, wie viele Luftblasen hier eingeschlagen sind. Könnt ihr das erkennen? Ich glaube, man sieht das ganz gut. Hier sind ein paar ganz große hier auf der Seite auch. Das ist jetzt alles das Gas, das aus dem Gepupse der Hefe gekommen ist. Und jetzt werden wir unseren Teig ansetzen. Das Rezept findet ihr im Skriptum. Und dann schauen wir weiter, wie das jetzt mit unserem Teig ist. Den Teig, wenn wir den angerührt haben, dann deckeln wir den mit einer Folie zu und stellen ihn in die Sonne. Es wird meistens jetzt nur so eine kleine Handvoll Teig werden, aber wir werden dann sehen, wie sich dieser Teig aufbläst. Das ist jetzt unser Teig nach ungefähr einer Stunde gehen, nennt man das. Und wir schauen uns jetzt das an, wie dieser Teig sich jetzt hier weiterentwickelt hat. Nehmen wir mal die Folie runter und da können wir schon sehen, seht ihr das, ganz viele Poren. Wenn wir hier jetzt in diesen Teig hineingehen, dann seht ihr, jetzt geht ihm ein bisschen die Luft aus. Das ist einfach, weil das Gas herausgeht. Stellen wir ihn wieder hin ein bisschen und lassen ihn weitergehen, dann wird unsere Hefe hier weiter arbeiten. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie der Mikroorganismen, und zwar die sogenannten Mikroalgen. Die sind für uns und für unser Klima ganz besonders wichtig. Vielleicht könnt ihr euch noch an dieses Bild hier erinnern. Das haben wir gehabt im Bereich Licht, wo es darum ging, was macht denn die Pflanze mit dem Licht? Und zwar macht sie sogenannte Photosynthese. Und genau das Gleiche machen auch diese Mikroalgen. Diese Mikroalgen, die leben in den oberen Schichten von Seen und Meeren. Sie haben es gerne warm. Ihr könnt zum Beispiel auch sehen, im Mittelmeer gibt es manchmal so Seetang, der sich so im Wasser bewegt. Das sind solche langen, gezogenen Fäden. Und das sind zusammengelagerte Algenkolonien. Wer ein Aquarium hat, findet die Algen manchmal so an der Wand, an der Glasseite. Es gibt natürlich nicht nur gute Algen, sondern es gibt auch giftige, und zwar die sogenannten Blaualgen. Ihr könnt die Algen auch gut sehen am Bodensee im Ende vom Sommer, wenn das Wasser sehr warm ist, dann schwimmt manchmal so ein Zeug so auf dem Wasser drauf und das sind sogenannte Grünalgen und die sind aber ungefährlich. Sie schauen nur nicht besonders hübsch aus. Ich habe hier mal ein Foto mitgebracht, hier sieht man das ein bisschen, hier schwimmen ein paar herum in den wärmeren Schichten. Und mit Algen kann man aber auch wunderbar kochen, und zwar in der asiatischen Küche. Vielleicht kennt ihr das. Das sind dann so grüne
Streifen, teilweise in Suppen drinnen. Ihr kennt vielleicht Maki, das sind diese Reisrollen, in denen außen noch so eine grüne Hülle drumherum ist. Manchmal ist sie auch fast schwarz. Diejenigen von euch, die schon mal einen Bubble Tea getrunken haben, kennen das auch. Das sind sogenannte Alginatkügelchen. Und zwar sind die meistens so bunte Tees, sehr, sehr süß. Und dieses Alginat, das sind so kleine Kügelchen. Wenn man drauf beißt, dann ploppt das im Mund so. Und das schmeckt eigentlich ganz lustig. Man kann aber die Algen auch als Verdickungsmittel in der Küche nehmen statt Gelatine, wenn jemand keine Gelatine mag. Diese Algen haben eine ganz besonders tolle Sache gemacht mit unserer Atmosphäre. Sie haben nämlich unsere Atmosphäre verändert. 3,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeit war die Erde sehr, sehr heiß. Es hatte über 100 Grad. Wasser war nur in Form von Dampf zu finden. Es gab sehr viel CO2 in der Luft durch viele Vulkanausbrüche. Es waren auch sehr viele giftige Dämpfe in der Luft. Und das war eigentlich keine besonders tolle Atmosphäre, um hier irgendwas Lebendiges zu schaffen. Und nach einiger Zeit ist die Erde dann ein bisschen abgekühlt. Und durch dieses Abkühlen unter 100 Grad, das haben wir auch schon gelernt in der Geschichte mit dem Wasser, unter 100 Grad fängt Wasser an, flüssig zu werden. Das heißt, es begann zu regnen, es haben sich aus den Wolken, ist das Wasser herausgefallen und es entstand ein ganz großer Urozean. Und in diesem Urozean waren natürlich auch sehr, sehr viele Salze drinnen gelöst. Und diese Mikroalgen und Mikroorganismen, die da drinnen waren, die haben jetzt begonnen zu entstehen. Und einige davon haben begonnen, hier auch Sauerstoff zu produzieren, eine Photosynthese zu machen, wie unsere heutigen Bäume auch. Und dadurch entstand natürlich die Atmosphäre, so wie wir es heute haben. Und das hatte doch eine Zeit lang gedauert, so ungefähr ein Dreiviertel Milliarden Jahre. Das war schon eine lange Zeit, aber so ist diese Atmosphäre, wie wir es heute gehabt haben, entstanden, wo sehr, sehr viel Sauerstoff in der Luft ist, sodass auch tatsächlich mehr Leben entstehen konnte. So, jetzt kommen wir noch zu denjenigen, die wir gar nicht mögen. Und zwar, das sind die Viren. Ihr wisst das jetzt alle, wir sitzen deswegen jetzt alle zu Hause, weil es so ein kleiner Virus uns da das Leben im Moment etwas schwer macht. Und ganz von vorne weg, Viren. Das sind im Gegensatz zu den Bakterien, die wir vorher gesehen haben, oder zur Hefe, eigentlich keine echten Lebewesen. Wir tun immer nur so, als ob sie Lebewesen wären, aber das sind sie nicht. Sie sind organische, infektiöse Strukturen. Die können auch so alleine nicht überleben. Die brauchen immer jemanden, einen Wirten zum Überleben. Seit ungefähr 250 Jahren werden die Viren auch aktiv beforscht. Die Ägypter haben allerdings schon vor 2500 Jahren, 2600 Jahren festgestellt, dass es Viren geben muss. Sie wussten allerdings nicht genau, wie sie es einordnen sollen. Und ein Virus, der war schon besonders lange bekannt, und zwar ist das der Tollwut-Virus. Also das kann sein, dass ein Hund angesteckt wurde, dass im Wald ein Fuchs diese Krankheit plötzlich bekam und hier noch andere Tiere angesteckt hat. Ganz bekannte Viren, habe ich schon gesagt, der Tollwut-Virus, zum Beispiel auch der Kinderlähmungsvirus, ein Tetanus. Dagegen bekommen viele Kinder ganz am Beginn ihres Lebens auch Impfungen. Jetzt im Moment in aller Munde ist dieser SARS-CoV-2-Virus. Ich habe euch von dem einmal so ein Bild mal gezeichnet. Dann gibt es auch immer noch, das hat man vielleicht in den Zeitungen davor auch schon mal gelesen, Masernviren, und viele von euch werden sie wahrscheinlich gehabt haben, die Windpocken. Das sind auch Virenerkrankungen. Wie ist jetzt so ein Virus aufgebaut? Ihr könnt euch vielleicht noch an die Amöbe erinnern, die hatte da so auch so einen Zellkern. Das hat jetzt so ein Virus nicht. Also der hat so eine Fetthülle, das sind so Lipide, nennt man das, hat innen drinnen seine DNA-Stücke und hat auf der Seite so verschiedene Andockmöglichkeiten, wo er sich an andere Zellen dranhängen kann. Ist so ein Virus bei uns in den Körper gelangt, dann ist das Erste, was er macht, er hat Hunger. Er sucht sich sofort eine neue Zelle, die er andocken kann. Ich habe euch die jetzt mal das so als kleine gefräßige Monster aufgezeichnet. Und wenn eine Zelle erkennt, hier, das ist unsere Zelle, im Zellkern, dann reagiert der Zellkern sofort und stellt fest, haha, hier wird attackiert und schickt sofort Abwehrzellen hier dagegen an, um diesen Virus zu bekämpfen.
Wenn die Zelle gesund ist, dann geht es der Zelle danach auch wieder gut. Das heißt, sie kann sich auch wieder erholen. Sie merkt sich allerdings den Virus und wenn so ein Virus nochmal kommen würde, dann ist sie schneller bereit, hier zu reagieren. Ist die Zelle jetzt nicht so gesund, dann kann es natürlich passieren, dass der Virus sich in die Zelle hier hineinschmuggelt und die Zelle langsam, aber sicher, sagen wir es mal so ganz vereinfacht, auffrisst. Dann wird der Virus natürlich immer größer, kann sich wieder teilen und attackiert neue Zellen. Und was passiert jetzt bei uns im Menschen? Bei uns Menschen kann man das erkennen sofort, wenn so eine Abwehrreaktion stattfindet, aber auch bei Tieren, wir bekommen Fieber. Das heißt, unser Körper stellt fest, diese Viren mögen es jetzt nicht besonders warm, also so bei 36 Grad, wie wir sind. Da laufen wir ganz auf normal, dann kommt der Virus daher, attackiert uns und unsere Zellen gehen auf Abwehr. Das heißt, der Körper erhöht seine Temperatur, dadurch werden unsere Abwehrzellen aktiviert und der Körper schickt die Abwehrzellen dorthin, wo er den Virus detektiert hat. Was kann jetzt noch passieren? Es kann sein, dass wir husten. Das heißt, wir versuchen, den Virus herauszubekommen aus unserem Körper, auch durch Schnupfen. Das bildet sich sehr viel Sekret. Mit dem Sekret können wir das auch wieder rausbringen. Das Gleiche versucht der Körper loszuwerden, den Virus, wenn es ein Darmvirus ist, in dem Durchfall erzeugt wird. Und auf diese Art versucht der Körper mit allen Mitteln diesen Virus wieder loszuwerden. Wie können wir unseren Körper jetzt natürlich unterstützen? Wir können sehr viel trinken, das ist wichtig, weil dadurch hat der Körper sehr viel Flüssigkeit und überall dort, wo die Viren sind, kann er sie natürlich schneller loswerden. Und wir können unserem Körper auch ein bisschen das Fieber lassen. Natürlich nicht, wenn es ganz, ganz hoch ist, aber da geht man am besten sowieso zum Arzt. Aber ein bisschen Fieber hilft unserem Körper, die Viren schneller wieder loszuwerden. So eine Schwachstelle von Viren, das sind seine Hülle. Haben das zuerst schon gesehen, da stand dabei, die besteht aus Lipiden. Lipide, das sind so Art Fette. Fette können wir gut mit Seife knacken. Und das ist der Grund, warum man uns im Moment so empfiehlt, dass wir viel Hände waschen, weil wir auf diese Art natürlich die Viren und auch ihre Hülle aufknacken. Wenn die Hülle des Virus mal geknackt ist, dann ist er ungefährlich und wird praktisch zerstört. Und dazu machen wir jetzt einen Versuch. Und zwar brauchen wir eine flache Glasschale, etwas Wasser und ein bisschen Öl. Und zum Schluss brauchen wir dann noch ein, zwei Tropfen von einem Spülmittel oder von einer möglichst flüssigen Seife. Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt hier unsere Glasschüssel, in die haben wir ein bisschen Wasser hineingegeben, ungefähr so einen Zentimeter. Und dann habe ich noch 2 bis 3 Esslöffel normales Speiseöl hineingegeben. Und ihr seht, was passiert. Das Speiseöl, das hat hier jetzt so in seinen Kreis eine schöne Form gebildet. Hier auf der Seite haben wir auch noch einen kleineren Ölbatzen. Den werden wir jetzt mit dem großen verbinden. Ihr seht mal, wie sich das da hier sofort verbindet. Und wir können jetzt diesen Ölbatzen so ein bisschen bewegen. Aber so wirklich auflösen tut es sich nicht. Seht ihr das? Diese Form ist immer noch da. Jetzt schaut es irgendwie so aus wie die Barberpapas. Was ich jetzt hier noch mitgebracht habe, ist ein bisschen Spülmittel. Das ist ein ganz normales Geschirrspülmittel. Ihr könnt aber auch eine flüssige Seife nehmen. Und von diesem Spülmittel lassen wir jetzt einen Tropfen hier herein. Und was seht ihr sofort? Diese Fläche löst sich sofort auf. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen durchfahren und das Spülmittel ein bisschen verteilen, seht ihr mal, was passiert. Genau das Gleiche, was passiert mit der Haut eines Viruses. Das wird auch in sehr viele kleine Teile geteilt und die große Fläche verschwindet in lauter kleine Einzelteile. Gesehen, dass sich die großen Wassertropfen, Öltropfen jetzt in sehr, sehr viele kleine aufgeteilt haben. Und weil wir das jetzt schon so schön dastehen haben, machen wir jetzt noch einen zweiten Versuch. Und zwar dieser Versuch machen wir dann auch mit unserem Handy ein Foto und wir bekommen dann solche bunten Bilder. Und diese Bilder, die gebt ihr euch dann am besten als Handy-Hintergrund auf euer Handy.
dann seid ihr immer daran erinnert, wie wichtig das Händewaschen ist. Und hier seht ihr dann auch wieder ganz genau, dass die Fettschicht mit ein bisschen Seife gut auflösbar ist. Ja, dann machen wir jetzt mal dieses tolle Foto und dann wünsche ich euch mal viel Spaß damit. Für unser Handyfoto, das uns jetzt daran erinnern soll, wie wichtig das Händewaschen ist, machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen 4 Klopapierrollen. Sowas habt ihr sicher jetzt auch zu Hause, weil das haben sich viele in großen Mengen gekauft. Und dann nehmen wir unsere große Schüssel und stellen sie da in der Mitte drauf. So, hier haben wir jetzt unsere Schüssel. Ihr seht jetzt hier unsere kleinen Bläschen, die wir hier drinnen haben. Und ich nehme jetzt da mein iPad und lege das iPad da dazwischen rein. Das geht sich ganz gut aus. Und jetzt schauen wir mal da drauf. Seht ihr schon, das schaut ganz cool aus, wenn wir hier jetzt so Bilder machen. Wir sehen diese schönen Wasserbubbles. Und ich mache jetzt hier mit meinem Handy mal ein Foto, damit ihr seht, wie das dann ausschauen kann. So. Wir fokussieren jetzt hier nochmal ein bisschen. Den Rand des iPads nicht mehr sehen. So. Noch eins. So, ihr seht jetzt mal das Bild, das ich gemacht habe. Dieses hier, schaut einmal her. Das lege ich mir jetzt als Handy-Hintergrund und das soll mich dann jedes Mal, wenn ich das Handy angreife, daran erinnern, hier waschst du deine Hände. Das sind jetzt die Teile des Virus, die sich schön zerteilt haben und das ist die Haut, die wir quasi dem Virus zerstört haben und jetzt ist der Virus nicht mehr gefährlich für uns. Nach einer Virusinfektion bleiben bei uns im Körper Reste des Virus zurück. Und zwar solche Stoffe, die der Körper sich merkt, und zwar sogenannten Antikörper. Diese Antikörper, die bleiben da bestehen und wenn wieder ein Virus kommt, der genau der gleiche ist, wie wir schon mal hatten, dann ist der Körper sofort bereit und hat gleich Fresszellen für diesen Virus und kann so den Virus sehr, sehr schnell stoppen. Wenn wir eine Impfung bekommen, dann bekommen wir für unseren Körper künstliche Virusstücke. Die machen uns nicht krank, aber wir bilden Abwehrkräfte und sind geschützt, wenn der wirkliche Virus dann kommt. Und da gibt es sehr, sehr viele Krankheiten, die man hier impfen kann. Ganz zum Schluss kommen wir jetzt noch zu Mikrolebewesen. Diese Mikrolebewesen, die sind schon komplexe Lebewesen. Das heißt, die haben nicht mehr nur eine Zelle, sondern sie sind schon ein bisschen größer. Und wir können die jetzt sogar schon sehen. Manche davon sind zwar noch sehr klein, aber einige können wir sehen und das machen wir jetzt. Und dazu brauchen wir ein großes Glas. Wir bauen uns damit eine sogenannte Ecosphere. Das ist ein kleine Miniaturwelt. Wir brauchen ein großes Glas, das sollte gut verschraubbar sein. Dann brauchen wir eine Schaufel und einen See, einen Teich oder einen Tümpel. Wäre hier am besten. Ihr könnt es natürlich auch an einem Fluss machen, aber sucht euch dazu eine Stelle aus, in der das Wasser steht. Also je ruhiger das Wasser ist und je seichter das Wasser ist und je weniger Strömung im Wasser ist, desto besser. Und ich habe mir so eine Ecosphere jetzt gebaut. Ich war dazu am Bodensee und ich zeige euch das jetzt, was ich da alles gemacht habe. So, wir stehen jetzt hier am Ufer des Bodensees mit unserem großen Glas, in dem wir jetzt unser kleines Biotop bauen werden. Ich habe noch eine Schaufel mitgebracht und als erstes werden wir uns jetzt was Schlick holen, den wir hier schön am Wasser finden. Wir haben jetzt da den schönen Schlamm, den werden wir da jetzt mal einfüllen in unser Glas. Das macht jetzt nichts, wenn das außen schmutzig wird. Wir werden das zu Hause dann noch wieder reinigen. Ihr seht schon, da kommen jetzt nicht nur Schlamm, sondern da kommt auch so Sand und alte Blätter und etwas Holz mit. Das gibt uns alles gutes Material. Da wird überall Leben drinnen zu sehen sein nachher. So, das reicht jetzt einmal fürs Erste. Was wir jetzt noch mitnehmen, sind einige Hölzerl, so ein kleines Schwemmholzstücke. Da geben wir mal dann in den Kübel rein und
ein paar Steine. Am besten so schöne, die so ein bisschen schon algenbewachsen sind. Die nehmen wir dann nachher als Dekoration. Hier haben wir auch noch ein sehr schönes Stück. Füllen wir jetzt unser Glas noch mit Wasser. So ungefähr zur Hälfte voll. Das wird jetzt ziemlich aufschwimmen alles, aber wenn wir dann zu Hause sind, wird sich der Feststoffanteil wieder setzen und die Flüssigkeit wird wieder klarer. Ja, wir holen jetzt dann doch einfach Wasser und füllen es auf und wir sehen uns dann wieder zu Hause. Vor 2 Tagen haben wir unser Glas hier mit Schlamm vom Bodensee, mit Schilf, Steinen, etwas Laub, Moos und altem Holz angefüllt. Und jetzt 2 Tage später können wir schon sehen, wir drehen das Glas mal ein bisschen, hier lebt doch einiges. Wenn ihr hier so schaut, ein bisschen hier an der Kante entlang, da gibt es ganz viele kleine weiße Mikroorganismen, die hier herumsausen. Ich habe auch schon schwarze auch gesehen. Schauen wir mal, wo sich die gerade verstecken. Ihr seht, das Glas ist jetzt gegen die Sonne beleuchtet, natürlich sehr, sehr durchsichtig, sehr klar. Und wir haben jetzt hier unseren kleinen Bodensee. Schauen wir mal, ob wir die kleinen schwarzen Kerle auch noch sehen. Hier verstecken sich wieder ein paar weiße. Drehen wir mal ein bisschen weiter. Da sieht man es auch ganz gut. Hier sind auch einige herum. Ja, und da haben wir jetzt unseren kleinen See und wir sehen, wie sich jetzt hier die Natur entwickelt und wie hier die ganz, ganz kleinen Mikroorganismen hier herumsausen. Jetzt haben wir viel über diese kleinen Lebewesen gehört und ich hoffe, ihr hattet eine Freude mit eurer Ecosphere. Lasst die ein paar Tage stehen, beobachtet ein bisschen und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Ganze wieder in den See zurückgießen und ihr könnt euch jederzeit wieder eine neue bauen. Ja, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß und ja, noch eine schöne Karwoche. Verbringt Ostern mit euren Familien, genießt es, wascht euch die Hände, backt gute Kipferl, vielleicht könnt ihr auch noch eine Pizza backen dazwischendurch und macht schöne Fotos, die euch daran erinnern, dass das Händewaschen sehr, sehr gut gegen die Viren ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das Thema werden wir noch finden. Ich zeige euch jetzt auch noch meine E-Mail-Adresse noch einmal, mint-koordination@bifo.at. Ihr findet das auch im Skriptum wieder. Ihr könnt mir Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ich beantworte alle. Ja, damit, wie gesagt, nochmal eine schöne Woche und wir sehen uns. Tschüss!